Schnabel von der Ameise und der Heuschrecke? Tja, ihr Ameisen, die auf eine dunkle Zukunft vorbereitet waren, haben es nicht übers Herz, euch Heuschrecken verhungern zu lassen, die ihr fröhlich in der Sonne getanzt habt, ohne auch nur einen Gedanken an zukünftige Probleme zu verschwenden. Jetzt zahlen wir alle den Preis dafür. Werden wir verhungern? Keine Ahnung. Die Fischbestände nehmen ab. Das Wild wird immer seltener. Wann habe ich das letzte Mal einen Bock oder einen Reh gesehen? Aber ich sage euch dies. Wir werden nicht gegeneinander kämpfen. Auf keinen Fall. Das werden wir niemals tun. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, paranoider Schwachsinn. So wie ich das sehe, haben sich die Heuschrecken beim letzten Mal bis an die Zähne bewaffnet, deine scheiß Ameisen gekillt und alles mitgenommen, was ihr hattet. Also, wenn du schon Parabeln erzählst, dann erzähl sie doch einfach richtig. Als ich in der Außenwelt war, vor einiger Zeit, waren wir ein paar Freaks. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind. Der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir... Wir gehen die Unterlagen durch, die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja, aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Keine ich schwöre Leute du. Und... Was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal. Wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT, Ruhig ja? jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Also gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihn nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes und... Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, Man ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen okay, sind. Ach, ja? Komm, okay, komm schon, das reicht! Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Diggi, schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Scheiß Kerl. Hey, Dick. Joseph, der weltbeste Beutehändler. Dick, lange nicht gesehen. Blair, wie geht's dir? Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten.
Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizzo und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück, dann reden wir. Gegen Ende. Wo bleibst du denn? Was weiß ich, Bruder. Bringen wir's hinter uns. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler, ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Ja, nicht schlecht. Ja. Hoch mit dir! Okay. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja. Danke der Nachfrage. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Skizzo! Ich hab Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, her damit. Hey, 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 ich hab eine Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Ich hab sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir. Siehst du? Durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Hier. Drück! Ich drücke! Klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst,
Wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ach, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Hier? Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. Ah, so schlimm ist es nicht. Okay. Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm. Hier lang. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Jetzt links. Komm her. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei mir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja. Okay, schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Jetzt habe ich dich.
Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arsch rum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Nichts. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Verdammt. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, halt, warte mal eine Sekunde. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Gizzo, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss. Einer.
dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Nein, Zeit sicher. Was ich sagte, ist... Was zum... Vorsicht! So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Wo willst du hin? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen! Warte! Komm zurück! Verdammt, Schisso, er entkommt! Scheißer, komm zurück! Komm schon, du Scheißer! Gib mir die Schlüssel zurück! Wo bist du hin? Verdammt, Schisso! Verdammte Scheiße! Ich hab doch gesagt... Was denkt ihr sich bloß dabei? Verdammt! Stirb, verdammt! Scheiße, wer hätt's noch die... Ah, Schisso! Schisso, nicht schießen! Was? Du hättest die ganze Mine auf uns. Ach, verdammt! Okay, okay. Waffe runter! Was zum Teufel redest du denn da? Das war wohl der Letzte. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja. Ich bin bereit. Hier entlang. Also, der Arm von dem Typ. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Schisso? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels. Sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Schisso. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und es ist mir auch scheißegal. Habe ich Ripper getötet? Na klar, habe ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Puh.
Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem? Denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike. Er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Oh Mann, dass ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Da draußen ist jemand. Hey, was zum Teufel? Los, scheiß Breitling!
kommt schon. Hey Mann, meine Jungs waren ein bisschen wild. Okay, aufteilen. Hey Schwester, ich dachte, du wolltest reden. Er schießt die Schweine! Zeig's ihnen! Wer ist da? Ja, genau, mach sie fertig! Das erschießt die Schweine! Na, endlich. Ich glaube, das waren alle. Ja. Na los, wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Das war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack, ist mir klar, aber viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Sie ist so und Mike weich, vertraut dir, und verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Meiner wird es nicht sein. Hey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten, als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Skizzo, ich denk drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef? Lost Lake Camp kommen. Deacon St. John an Iron Mike. Deek, du und Skizzo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, yeah, Mike, wir haben ihn. Skizzo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse. Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du.
Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Schizo, er... Hey, je, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike. Aber er... Er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Schizo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Dick, wie gesagt, Schizo hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Ah, scheiße. Okay. Mach, geh deinen Weg, Iron Mike. Wie immer. Okay, was haben wir denn da? Ah. Das ist es. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Na, also. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hab noch gearbeitet. Musste stundenlang Eimer voll Scheiße schleppen. Oh, Scheiße. Gottverdammt, Schizo. Mir mach ich was vor. Fehlt es wirklich, draußen zu sein. Was treibst du da? Jagst du Neurotypen hinterher? Verfolgst ihren Heli? Ja. Und? Schon rausgefunden, was mit Sarah passiert ist? Nein, noch nicht. Wie lange willst du dich von ihnen hinhalten lassen? Wisst ihr nicht, er kümmert sich drum. Das dauert halt. Nicht zu viel Hoffnung auf. Mehr sage ich nicht dazu. Ende. Dick, hast du dein Funkgerät an? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Usa, ja, danke. Ich komme später rum. Kannst du kommen? Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Okay, ich komme. Dicken Ende. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Heute möchte ich über Drogen sprechen. Also, ich mache mir nicht viel draus. Sie machen euch träge, unzuverlässig und stumm. 1996 wurde die CIA beschuldigt, in Mittelamerika mit Kokain zu dealen. Sie haben damit die Massen kontrolliert. Haben sich selbst ein Stück vom globalen Kuchen gesichert. Als sie klappen, der den Scheiß geliefert werden, beschlossen sie, die Heimat ins Visier zu nehmen und den guten amerikanischen Steuerzahler Drogen abhängig zu machen. Sie brachten das Kokain mit dem Flugzeug aus Südamerika her. Fässerweise machten uns abhängig, hielten uns zufrieden und hielten uns unter dem Stiefelabsatz der Reichen. Und oh, wie profitieren sie von unserem Elend? Sie machten Millionen, um ihre Geheimoperation zu finanzieren, während sie das Herz und die Seele dieses guten Landes vernichteten. Und zum Glück, endlich, liegt all das in der Vergangenheit. Jedenfalls für meine Leute.
Bleibt clean, Leute. Bleibt da clean. Hier ist Mark Cooper für Radio Freeway. Laut. Ja! Wow! Ich muss nachladen. Ich hab was gehört. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Was sind Menschen? Kein Verlust kommen lassen. Ja. Wie gefällt dir das, hä? Jetzt wird's Zeit für den Fest. Mist! Nachladen! Ah, mich hat... Verschissenen Drecksmörder. Wir laufen deinen Leuten auf, was? Hey, Arschloch, wir sehen dich! Rückzug! Ich brauch Deckungsfeuer! Wo willst du hin, ha? Dich. Scheiß Drifter. Das war's. Mit euch. Wie gefällt euch das, hä? Überfallen zu werden macht Spaß, hä, ihr Drecksmörder. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Ein Bunker. Ja, da ist er.
Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Ein paar Papiere. Notizen zum Bauen. Oh ja. Hey, da ist jemand am Tor. Oh, es ist nur Dieb. Dieb? Wie geht's mir? Deacon St. John, wie geht's dir? Buzz, wie ist das Camperleben? Aufpolieren kann nie schaden. Wir sehen uns. Deke, Gott sei Dank. Ricky, was ist los? Kennst du einen gewissen Joshua Harper? Harp,
Ja, ja, den kenne ich. Ich hab dem Mistkerl nie vertraut. Er trug immer ein schwarzes Stirnband, als wäre er ein verdammter Hipster oder so. Tja, dein Instinkt hat dich nicht getäuscht. Er hat Dan Lane erschossen. Beim Kartenspielen. Und floh. Oh Mann, wo ist er jetzt? Eine Patrouille sah ihn nach Süden fahren. Sie hatten zu viel Angst, ihn aufzuhalten. Er hat sich bestimmt Driftern angeschlossen. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Okay, ich regle das. Du siehst seine letzte Position auf der Karte. Danke, Deke.